der Art stand. Der tatsächlich nicht mit vollen Kräften mit dabei war. Ja doch, am Anfang. Aber ich glaube, er hat ein bisschen Lust verloren mit der Zeit. Es hat ja immer geheißen, schon im Vorfeld dieses Spiels, Maradona ist zwar 100% geistig da, aber zu 70% vielleicht nur körperlich. Hatten Sie diesen Eindruck auch? Nein, ich glaube, der sieht ja ziemlich fit aus. Und wie gesagt, ich glaube, der hat ein bisschen Lust verloren. Aber sonst körperlich sieht er ja ganz gut aus. Es ist natürlich ein großartiger Erfolg für den FC Wettingen, 0:0 gespielt zu haben. Aber jetzt natürlich das Rückspiel. Ja, wir hätten hier gewinnen müssen. Es wird ja unheimlich schwer da unten. Und ja gut, wir haben sicher ein gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, das wird unheimlich schwer. Jan Svensson, hatten Sie den Eindruck, dass das Publikum hier im letzten Grund, die 22.000, Sie zu wenig unterstützte? Ja, ich habe nicht gehört, was die geschrien haben. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe doch gehört, wir haben auch Wettingen geschrien. Jan Svensson, die Wettinger Mannschaft, die war ja in der Meisterschaft in 4 Spielen ungeschlagen. Ist sie heute Abend über sich hinausgewachsen? Ich weiß nicht, nein, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, wir können so immer spielen, mit Sicherheit. Aber in der Meisterschaft haben wir natürlich nicht immer so gespielt, das ist ganz klar. Es stellt sich jetzt die Frage, hat Napoli vielleicht bewusst etwas zurückgehalten oder was hatten Sie auf dem Spielfeld für einen Eindruck? Also die Italiener, die spielen ja oft so auswärts und dann zu Hause in Italien, dann sieht es ein bisschen anders aus. In 14 Tagen am Allerheiligen Tag im San Paolo, da werden 80.000 Zuschauer sein. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in dieses Rückspiel? Also das ist immer ein schönes Gefühl, vor viele Leute zu spielen. Und also ich war lange dabei jetzt und ich freue mich drauf. Jan Svensson, Ihnen und Ihren Mannschaft herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.